So, da sind wir auch wieder. Bei der beste Let's Play mit den top aktuellen Tagesthemen. Naja, die für euch schon 6 Wochen vorbei sind. Aber egal. Na komm, initialisiere mal schneller. Ich soll weiterreden. Und ich kann erst reden, wenn ich initialisiert wurde. Initialized. So, genau. Wir waren hier bei Sandkloppen. So, genau, was ich gerade sagen wollte, ist, dass halt China ja vor allen Dingen halt deswegen so glimpflich davon gekommen ist. Also, ja, nicht glimpflich. Glimpflich ist das falsche Wort. Aber dass China halt den Virus deswegen schon unter Kontrolle gebracht hat, weil die halt relativ schnell reagiert haben, einfach weil sie selber bereits wussten, was da kommt. Weil, wie gesagt, Corona ist bei weitem nicht der einzige Virus aus der SARS-Familie. Und auch wenn er für uns Europäer zum Beispiel oder für die amerikanischen Kontinenten da vielleicht der erste Virus sein sollte, der da größere Bekanntheit feiert, gab es ja bereits in China schon früher SARS-Ausbrüche. Und dementsprechend hatten das Problem, was wir jetzt derzeit haben, mit dem Eindämmen des Virus, mit dem, wie reagiert man darauf, die ganzen Maßnahmen und sowas alles, das ganze Spiel hat China bereits durch. Und dementsprechend wissen die halt bereits, wie sie damit handhaben müssen, dass man halt schnell handhaben muss, dass man schnell reagieren muss, dass man direkt mit der Eindämmung beginnen muss und dieses Ganze, was halt eigentlich zum ABC der Infektionsgesetze gehören sollte. Das haben die halt alles direkt gemacht. Die haben halt direkt die Hauptstädte abgeriegelt, da wo der Virus ausgebrochen ist, haben damit das Ganze halt eingedämmt. Und das haben die anderen Länder halt noch nicht so für nötig erachtet. Weil die halt dachten, ja, ist ein Virus wie der andere Virus auch, wie Grippe oder ähnliches. Wird schon nicht so schlimm sein. Ja. Und das ist halt auch der Grund, weswegen halt in China mittlerweile komplett zum Erliegen gekommen ist. Wobei man auch da wieder sagen muss, es sind offizielle Angaben. Also, wer weiß, vielleicht ist in China auch noch die Kacke am Dampfen und die sagen es nur nicht mehr. Man weiß es nicht. Aber laut offiziellen Zahlen ist ja das bereits komplett da eingedämmt. Die Kurve ist jetzt flach, wie man so schön sagt. Also die, die gestorben sind, sind auch weiterhin tot. Die wurden nicht wiederbelebt. Aber es sterben keine neuen mehr. Wie viel Sand haben wir mittlerweile eigentlich? Wir dürften mittlerweile schon mehr als genug Sand haben, oder? Ah, doch, glaub mal. Wir haben eine Tasche Silber, eine Tasche Weiß. Das sollte passen. Gut. So. Genau. Und wie gesagt. Das heißt, wir persönlich hätten halt auch viel stärker, viel schneller reagieren müssen. Weil Fakt ist auch, und das muss man halt einfach mal so trocken sagen, Deutschland zum Beispiel ist zwar relativ glimpflich rausgekommen, aber es hätte halt noch viel glimpflicher sein können. Und das liegt nicht daran, dass die WHO China unterschätzt hat. Wer das behauptet, der verschließt einfach die Augen vor der Realität. Weil Corona war schon viel länger ein Thema. Ich zum Beispiel in meiner Klasse, wir haben schon viel länger darüber debattiert, dass sie die Schulen schließen müssten. Und zwar schon 2 Wochen bevor die Schulen geschlossen wurden. Das heißt, es war schon viel länger bekannt, dass Corona im Kommen ist und dass Corona eine weltweite Pandemie wird. Das war schon längst bekannt. Das hat die WHO auch schon längst, ne? Das war aus den Daten, die die WHO veröffentlicht hat, auch schon längst absehbar. Es gab sogar schon Wikipedia-Artikel darüber. Aber trotzdem hat man gesagt, nein, es wird für uns nicht so schlimm werden. Wir können noch ein bisschen warten. Und die USA, die hat es halt richtig vermasselt. Bei denen war es auch schon länger bekannt, dass es eine weltweite Pandemie ist. Auch wenn die WHO gesagt hat, okay, Einreiseverbot muss nicht unbedingt gemacht werden, weil laut China ist die Lage noch nicht so schlimm. Was trotzdem allseits bekannt. Das haben alle Wissenschaftler gesagt, das haben alle Ärzte in Amerika gesagt. Also,
Ja, jetzt nicht alle, ich weiß, garantiert von 10.000 hat es einer nicht gesagt, aber viele haben es gesagt. So viele, dass man das als jemand, der Nachrichten liest, 100 Pro hätte wissen müssen. Und die haben es auch gewusst. Die haben halt nur nicht reagiert. Und jetzt die Schuld, wie gesagt, nur auf die WHO zu schieben, ist A, einfach nur eine Schuldzuweisung, ohne Hintergrund. Und B, bringt es halt der aktuellen Lage überhaupt nicht, jetzt irgendwie einen schwarzen Peter zu suchen. Selbst wenn man wüsste, okay, diese Person, Person XY, hätte sich zuallererst mit dem Virus infiziert. Er wäre, um es auf diesen komischen, ich weiß nicht, ob einer von euch hier so, Umbrella Corporation, wer ist der Film? Resident Evil kennt, ne? Dieser sogenannte Patient Null, also der erste Patient, wo es, bei dem es quasi ausgebrochen ist. Selbst wenn man diesen Patient finden sollte, was willst du mit dem machen? Willst du den jetzt hinrichten dafür, dass er Corona verbreitet hat oder was? Nein, das bringt halt einfach nichts. Das ist komplett dumm. Sondern die Sache ist, wir sollten uns jetzt weniger darauf konzentrieren, wer daran Schuld hat und wer jetzt hier die, weiß nicht, ne, wer jetzt hier der Böse ist quasi, sondern wir sollten quasi einfach dafür sorgen, endlich mal Licht in die Sache zu bringen und zu gucken, wie wir strategisch gegen den Virus vorgehen. Weil so dumm das klingt, auch ein Virus ist ein Organismus. Das heißt, auch er hat eine gewisse Art, wie er sich ausbreitet, eine gewisse Art, wie er sich von Wirt zu Wirt überträgt. Und ja, dem kann man also entgegenwirken. Manche Leute halt ein bisschen schwerer sein sollte, halt mal, weiß nicht, seinen Arsch zu Hause zu behalten. Stichwort hier Corona-Partys, ne? Es gibt ja sowieso, es gibt auch Grippe-Partys, also Leute, die einfach Grippe haben und gerade weil sie Grippe haben, denken sie, sie sind der Obermarker und machen Partys. Ja, dumm, aber gut. Nee, aber vor allen Dingen, wie gesagt, dass wir jetzt halt versuchen, wirklich gegen Corona anzugehen und nicht irgendwie jemanden Schuldigen zu suchen, bringt nichts. Und die WHO die Gelder abzukürzen, um jetzt mal wieder den Kreis zu schließen zum Anfang, die WHO jetzt die Gelder zu schließen, nur weil sie angeblich schuld sind, ist einfach, wie gesagt, das allerfalscheste, aber wirklich das allerfalscheste, was du in so einer Situation überhaupt tun kannst. Weil selbst wenn die WHO hundertprozentig schuld wäre, selbst wenn man sagen könnte, okay, es ist hundertprozentig bewiesen, die WHO ist schuld daran, dass Corona ausgebrochen ist, selbst dann wäre es immer noch falsch, die WHO jetzt die Gelder zu streichen, weil spätestens wenn WHO zusammenbricht, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Selbst wenn nicht hier in Deutschland, selbst wenn nicht in den USA, spätestens dann in den dritten Weltländern. Und wenn die Kacke da am Dampfen ist, breitet es sich irgendwann darüber auch wieder aus. Also, sorry about that. Ist really stupid. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was man da noch irgendwie sagen soll, was im Hirn von Donald Trump losgeht, abgeht. Aber glaub mal, der denkt mittlerweile auch gar nicht mehr nach, sondern der denkt nur noch über seine komische Karriere nach. Und dem ist es wahrscheinlich lieber, in einem Bundesstaat mit 3 Einwohnern zu regieren, als in einem Bundesstaat mit 3 Milliarden Bürgern abzudanken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt mittlerweile massig Sand. Das heißt, wir können die ganze Kacke hier mal in unseren Kompressor packen. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie drauf und dran, hier echt noch ein bisschen mehr Geräte aufzustellen. Das ist mir irgendwie alles so wenig. Weil ein Kompressor bringt uns halt so ziemlich gar nichts. Ich meine, wir können ja jetzt schon mal ein Stack reinpacken. Warte mal ganz kurz. Also angenommen, ich würde oben nochmal eine Reihe freimachen. Dann könnte ich da nochmal ein paar Geräte reinpacken. Richtig oder nicht? Hätte ich aber 5 Felder. Und ich bin ja eher so komplett,
Symmetrie verliebt. Das heißt, wenn, dann müsste schon eine gerade Anzahl, damit wir eine gerade Anzahl an Legierungsöfen und eine gerade Anzahl an normalen Öfen, an Kompressoren haben. Also, ne, die hier würde ich ein paar mehr haben und hiervon würde ich auch ein paar mehr haben. Das wäre mir schon ganz lieb. Jetzt ist die Question, wie mache ich das tun? Ich habe ja sowieso schon ein bisschen länger überlegt, das Ganze hier um 1 zu verbreitern, halt also die Tür hier um 1 zu verrücken. Ob das machbar ist, weiß ich aber halt nicht. Kommt hier hinter irgendwas? Ja, hier hinter kommt, glaube ich, direkt unser Brunnen, kann das sein? Ja, genau, dahinter kommt direkt der Brunnen. Also wird das nichts. Das wird sowas von gar nichts. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, Alternative B. Die Dinger hier kommt weg. Da können wir es nämlich hier um eins. Ja, machen wir auch. Komm, die Dinger hier, die schmeiße ich komplett weg. Jetzt ist es raus. Die Dinger sind kacke, die Dinger sind scheiße, die Dinger kommen weg. Die sind schuld an Corona. So, jetzt habe ich es aber gesagt. Meine Legierungsöfen sind schuld an Corona. Wenn ich die wegmache, ist die Pandemie mit einmal weggeblasen. Wo ist meine Hacke? Meine Axt? Meine Spitzhacke? Ernsthaft jetzt? Müllabfuhr? Hallo? So, du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Dankeschön. So, jetzt brauche ich aber noch ein paar. So. Komm, die oben mache ich auch gleich mal weg. Dann mache ich hier wirklich noch eine zweite Reihe und drüber. Dann passt das Ganze. Gut, ihr kommt einfach direkt wieder hier hin. Und hier kommen jetzt andere Dingsbumser-Gerätschaften hin. Das heißt folgendes: Du kommst da weg. Dafür kommst du erstmal dahin. Der Kompressor kommt dahin. Und dann kommt da nochmal drei Kompressor drüber und da nochmal drei Öfen drüber. Nee, ist kompletter Schwachsinn. Das macht optisch gesehen gar keinen Sinn. Ich mache das hier als zwei rein. Hier unten Öfen. Oder oben die Öfen. Nee, die Öfen unten. Unten die Öfen. Dann, LV, Legierungsofen? Nein. LV Ofen, da. So unge. Man sollte doch schon das Richtige auswählen. So ungefähr. Dann kommt hier noch drei Stück daneben. Dann da oben drei Kompressoren. Wobei ich nicht weiß, ob sich das wirklich lohnt. Drei Kompressoren, weil wir brauchen jetzt halt ein bisschen komprimierten Stein für die Dächer, aber danach dann wahrscheinlich so nie wieder. Es ist alles immer so. Lohnt es sich und lohnt es sich nicht. Okay, wir bauen noch einen Kompressor und dann noch. Aber von den Öfen bauen wir trotzdem drei Stück. Weil Öfen werden wir immer brauchen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Öfen ist. Ist halt. So, dann würde ich mal sagen, wir klauen mal hier ein bisschen was. Ave Maria Josef, wie war das denn jetzt nochmal? Wie waren denn diese Gehäusedinger? Brauchen wir dafür Mithril? Nein. Mithril nicht. Ach, dieses Gusseisen war das, was wir da brauchen. So, ein Gusseisen bekommen wir aus Stahlbaren. Und wir brauchen vor allen Dingen Brase. Haben wir noch Brase? Was ist denn diese scheiß Brase? Sulfat. Sulfat. Gold, Gold. Okay, wir müssen mal aufpassen wegen Brase. Das geht uns nämlich langsam ein bisschen zu Neige. Ne, Brase haben wir gar nichts mehr. Das heißt nur noch die 29, die wir hier haben. Eieieiei. Gut, zuallererst brauchen wir Gussstahl. Gussstahl geht mit Kochen von Stahlbarren. Da haben wir noch ein paar.
Der Ofen ist auch zum Glück schon angeschlossen. Ha, easy. Arbeitet der auch? Ja, sieht gut aus. Ja, arbeitet. Ah, sehr schön. So, dann hole ich schon mal die ganzen Brasedinger da rum. Und dann gucken wir mal, was wir hier brauchen für die Dinger. Also, für einen Ofen brauchen wir einen normalen Ofen und Cleanstone. Und LV-Kabel. Das heißt, ich will noch 3 Öfen bauen. Ich brauche also 3x LV-Kabel. Ich brauche 3 Öfen. Und alles andere. Achso, der Cleanstone brauche ich dann noch. Cleanstone haben wir jetzt hier gar keinen. Gut, dann muss ich da mal gleich dann zum Lager rübergehen. So, und dann gucken wir mal, wir brauchen noch einen Kompressor. Genau. Oh Gott, brauchen wir schon wieder so eine Kacke. Spul aus Silverwire. Nee, komm, lass mal nicht machen. Ist mir zu teuer. Den einen, den wir haben, klatschen wir einfach noch hin. Was brauche ich jetzt? Genau, hab alles. Dich brauche ich. Du kommst hier. Weg, weg, weg. So. 1, 2, 3. Ich dachte, wir bekommen da mal 2 draus. War das nicht so? Na, egal. So, jetzt du in die Mitte. Du da drüber. Ach, scheiße, wir brauchen. Ach, komm, fuck off. Einfach rein mit dir. Genau, hier die 3 Öfen. Und dann brauchen wir bloß noch ein bisschen Cleanstone. Haben wir gleich, so, gleich beisammen. Und dann geht's ab. Siehst du, der ist beim Backen viel schneller, als wir zu Fuß werden, mit zum Lager laufen. Von daher macht das doch schon Sinn. Das ist ganz in Ordnung. Tada! Fertig. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und Kohlegenerator. Kalt. Oh Gott, nicht Kohlegenerator. Nein. Öfen. Bin ich jetzt bescheuert? Ofen. Oh. Oh. Okay. Ja. Das, war natürlich wieder irgendwie so ein bisschen klar. Danke. So, okay, dann kann das jetzt also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bam, bam. Ja, jedoch. Hätte ich hier fast Katastrophe gehabt, ey, das wäre ja. So, jetzt haben wir hier die 4 Öfen. Dann nehmen wir einen Kompressor. Ne, ist der Legierungsofen. Wo ist denn der Kompressor? Das ist der Kompressor. So, die will ich aber gerne auf die Seite hier packen. Wobei, warum eigentlich? So. Da schmeiße ich dann auch gleich mal ein bisschen Sandstein rein. So ungefähr. Kommt das ja wirklich da? Bitte, 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 bitte. Achso, das Ding ist noch gar nicht angeschlossen. Scheiße. Ich brauche ja auch ein bisschen Konnektivität, ne? Das wäre schon nur noch 15 Kabel. Sollte reichen, aber wir brauchen bald neue. Da ist ja wohl klar. So. Ich würde einfach mal so machen. Und dann gehst du einfach mal so runter.
Und er arbeitet. Sehr schön. Ach nee, aus 2D wird eins davon. Das dauert ja doch ganz schön lange. Das ist ja Bullshit. Gut, okay. So, hier kommen jetzt erstmal hier zwei, also so ein Trenner rein. Genau. Dann kommen hier unsere beiden roten Schönheiten. Achso, bräuchte ich doch noch ein Kabel. Ungefähr so. Da wird es aber optisch besser aussehen, wenn ich das hier lang lege. Da habe ich nämlich hier genau in der Mitte. Das passt dann. So. Gut, meine Optik hier hinten ist sowieso komplett useless. Da wird eh nie jemand reingucken. So, und hier kommen jetzt unsere beiden, halt. Hier fehlt auch noch eine Art. Ach nee, Quatsch, der wird denn ja von unten angeschlossen. Alles gut. Eben, der wird denn ja von unten. Extraktor und Schleifmaschine. So, das müsste alles angeschlossen sein. Genau, die von unten. Und die anderen von hinten. Sehr schön. Ja, lass ich so. So. Der Kompressor kompresst. Auch wenn er das ein bisschen langsam tut. Fick die Henne, ich mach doch zwei. Okay, Kompressor. Das dauert mir nämlich einfach mal ein bisschen zu lange. So, da brauche ich einfach Spule von Silber, ist kein Problem. Der Motor wird eher das Problem. Habe ich nicht noch zufällig einen Motor liegen? Glaube nicht, den haben wir letztens verbraucht. Ne, wir haben keinen Motor mehr. Ah. Das ist aber traurig. Okay, das heißt, wir brauchen zwei Spulen Silber und zwei Spulen Kupfer. Für diese Spulen brauchen wir diese komischen Dinger hier. Und dann halt jeweils ein Ingot. Silber, Silber und Kupfer. So. Na gut, alles war jetzt ein bisschen useless. So reicht das schon vollkommen aus. Dankeschön. So, jetzt. Nein. Brauchen wir nochmal zweimal Stahl und einmal Kupfer nochmal extra. Haben wir. Dann noch zweimal Mesekristallfragmente. Haben wir nicht so eine kleine Kristallfragmente noch rumliegen? Nö. Ach, weil wir immer direkt hier zu hier Mesekon verarbeitet haben. Ah. Ja. War schon dumm. Egal, jetzt haben wir welche. So, und dann brauchen wir ein paar Plastik. Plastik. Okay, jetzt sollten wir so ein Ding machen können. Sehr schön. So. Weißt du was? Weil ich geil bin. Bin ich einfach mal so sinnfrei und sage, wir machen direkt noch zwei. Weil Motoren scheinen wir doch etwas öfter zu brauchen. Dann haben wir einfach mal gleich drei auf Lager statt einen. Wir brauchen sowieso einen Slot, ne? Von daher. Okidoki. Jetzt kommt's. Jetzt brauchen wir Kompressor. Da brauchen wir das Gehäuse für. Da muss ich noch zwei machen. Puh. Ach, siehst du, haben wir nicht noch Gehäuse rumliegen? Nee. Danke. So. Und dann brauchen wir diese komischen Pisten. Na gut, die sind relativ preiswert zum Glück. Cobblestone haben wir nicht zufällig vor Ort. Nee. Wir haben auch leider kaum welches abgebaut, jetzt als wir in der Wüste waren. Das heißt, da muss ich tatsächlich nochmals zum Lager gehen. We need more cobblestone.
So. Ein Stack sollte reichen für die täglichen Arbeiten. So, dann was? Hä? Achso, genau, für die Dinger hier. Ja, alles gut, alles gut. Mesakon. Stahlbarren haben wir. Dann würde ich mal sagen, wie viele. Ach, oh, halt, Holz. Ach, Holz liegt jetzt hinten in den hinteren Kisten. Er kriegt eine Krise. Scheiß Apfel. Das kommt davon, wenn man so 20 Baustellen gleichzeitig hat. Dann sind die Sachen überall verstreut. So. So, die Frage ist. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob wir nicht doch einfach drei Kompressoren bauen. Fuck off, ganz ehrlich. Komm, fuck off. Wir haben es ja. So, halt, brauchen wir noch irgendwas? Das haben wir. Ja, haben wir alles. Wir müssen noch ein paar Spulen von Silber machen. Danke. Ja, Kakao ist endlich mal fertig. Geht auch. So, alles? Gut, das war jetzt relativ sinnfrei, weil wir müssen ja eh wieder hier neues Kupfer machen. Silber. Das heißt. Achso, es geht auch direkt so hier, ne? Ja. So, machen wir hiervon gleich mal 4 Stück. Und jetzt können wir dann sagen, alles. Ja. Alles. Ja. Was zur Hölle hat jetzt noch gefehlt? Achso, die Motoren. Alles 1, 2. Perfekt. Jetzt haben wir davon 3 Stück. Genauso viel wie wir brauchen. Easy. So, du kommst abermals zurück. Du kommst da rein. Die Kompressoren wandern nach unten. Dann musst du leider doch wieder weg. So, Kompressoren, kommst du? Ja, das war natürlich wieder. So, da und da und da. Und die Öfen. Kommt da dahin. Perfekt. LVO-Öfen und Kompressoren. So, und in die Kompressoren kommen jetzt dann endlich mal hier ein paar schöne, formschöne Dinger rein. Ja, mach was du willst. So. Sehr gut. Haben wir noch angefangen, ein Stack irgendwie rumliegen? Nö. Sehr schön. So, haben wir hier nochmal einen Stein. Haben wir schon ein bisschen Stein. Müssen wir jetzt erstmal unser Inventar aufräumen. Aber ich glaube mal, das machen wir dann alles nächste Folge. Fehlt sich irgendwas? Ah, doch, klar. Unser Legierungsofen. So. Easy. Ach, schau mal einer an. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Seht ihr hier oben die Klappe, die ist auf und hier die Klappe ist zu und der ist aktiv. Das heißt, ne, man kann da richtig Sachen reinpacken, also optisch gesehen natürlich, klar. Ist ja süß, ist mir gar nicht aufgefallen. Also, dass das Licht unten angegangen ist, wenn er an ist, das habe ich gemerkt. Aber dass auch die Klappe sich geändert hat, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ist ja süß.
So, und ich bin am Überlegen, ob ich den nicht nach da oben packe, optisch gesehen. Nee, ich lasse es so. Ich lasse es so. So, dann haben wir sogar noch Platz für ein weiteres ja, Element. Dingsbumster, was auch immer denn da später noch hinkommt. So, und jetzt sieht man auch schon, da unsere Batterien sind am Abnehmen, weil wir nämlich mittlerweile drei Kompressoren aktiv haben und die brauchen einfach mal mehr als wir haben. Und dementsprechend werden jetzt unsere Kompressoren aktiviert. Ist das nicht geil? Das, meine lieben Damen und Herren, ist genau so, wie ich es liebe. Richtig schön, Leistungsspitzen können jetzt abgefangen werden durch unsere Powerbanks, die USB-Funktion haben. Jawohl, da. So. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn jetzt alle leer sind. Denn ist ja quasi für alle zu wenig Strom. Die Frage ist, versagen alle ihren Dienst oder versagen so viele ihren Dienst, bis die, die übrig bleiben, genug Power haben. Weil ganz ehrlich, so wie ich meinen Test kenne, gehe ich mal fest davon aus, dass dann einfach alle ihren Dienst versagen. Das, was natürlich schade wäre. Ein bisschen. Aber gut, wir können es auch einfach mal sagen, dass wir dich hier auch mal rausnehmen. Und jetzt hier die Hälfte und da die andere Hälfte. Und schon haben wir wieder weniger, als wir haben. Also, wir brauchen weniger, als wir haben. Und dementsprechend würden jetzt die Batterien wieder aufgefüllt werden. Voll witzig. Tja, unsere Wasserturbinen sind hier am Durchdrehen. Sehr schön. Ist doch geil, ist das doch. Gut. Dann können wir nächste Folge hier anfangen mit ne, den Dinger weiterzumachen. Ich will jetzt erstmal sagen, ich mache eine kurze Pause. Hab durch das ganze Geschwafel der letzten zwei Folgen, so mal er die letzte Folge auch ganz schön Überlänge hatte. Mittlerweile muss ich mal wieder was trinken. Von daher, bis dann.